Eines Morgens blieb er kalt. Kein Toast zum Frühstück. Wegwerfen und einen neuen kaufen? Für Sabine Höfler kommt das nicht in Frage. Stattdessen bringt sie ihn ins Repair-Café in der Mannheimer Friedenskirche. Kaputte Dinge werden hier repariert. Ob der Toaster noch zu retten ist? Den Toaster habe ich jetzt so 10 Jahre oder 15 Jahre. Ist zwar jetzt nicht mehr so ganz jung, aber trotzdem finde ich es besser. Man hat ihn einfach noch, bevor ich ihn wegschmeiße. Bei dem Toaster denke ich, das ist ein mechanisches Problem. Ich habe ihn jetzt mal aufgemacht, um reinzuschauen. Es ist mir noch nicht so richtig klar, was da los ist. Ich werde das jetzt probieren und schauen. Und wenn es nicht klappt, geben wir es an einen unserer Elektriker weiter. Alle paar Wochen verwandelt sich der Gemeindesaal in eine Werkstatt. Jeder kann vorbeikommen. Und für fast alles gibt es hier einen ehrenamtlichen Experten. Gegen eine kleine Spende schenken Sie defekten Alltags- und Gebrauchsgegenständen ein zweites oder sogar drittes Leben. Ich habe den Fernseher gebraucht erworben. Als ich ihn gekauft habe, war an. Und zu Hause im Gebrauch hat sich herausgestellt, dass er nicht anbleibt, dass er immer wieder ausgeht. Mein Mann hat ein Tonbandgerät und das wollte er sehr gerne wieder haben, weil er sehr viel Bänder hat mit seiner geliebten Musik. Eine Mokolotive. Ja, das ist schon ein bisschen dein Lieblingsspielzeug, oder? Ja. Ich hatte auch schon Elektrodinge da in der Vergangenheit und es war schon interessant, was man da noch hat retten können. Und es ist manchmal auch sehr schade, wenn man die Dinge einfach dann so dem Müll übergibt. Ne? Aktiv für den Umweltschutz und gegen die Müllberge. Die Christusfriedensgemeinde will der Wegwerfgesellschaft etwas entgegensetzen. Pfarrerin Maybrit Gustrau gründete 2016 das Repair-Café in der Mannheimer Gemeinde. Inspiriert von den gleichnamigen Selbsthilfewerkstätten in den Niederlanden. Kirche und Nachhaltigkeit gehören für sie zusammen. Also für mich ist ganz wichtig, dass wir als Gemeinde einen Beitrag leisten zur Nachhaltigkeit und auch zur Bewahrung der Schöpfung. Und da fand ich diese Idee mit dem Reparieren, hat sich für uns förmlich aufgedrängt. Man bekommt dadurch nicht nur ein repariertes Gerät wieder mit nach Hause, sondern auch ein Bewusstsein für Neukäufe. In den letzten 5 Jahren konnten so rund 1200 Gegenstände gerettet werden. Als Vorbild im Bereich Nachhaltigkeit möchten Pfarrerin Maybrit Gustrau und der Leiter des Repair-Cafés Fabian Ehrath die Friedenskirche aber nicht bezeichnen. Trotzdem, das Projekt hat so manch andere Gemeinde etwas voraus. Was hier idealtypisch läuft für eine Gemeinde, würde ich sagen, ist, dass im Repair-Café Männer angesprochen werden, sich ehrenamtlich zu engagieren. Sie sehen es, die meisten Reparateure sind Männer. Das finde ich auch einen guten Nebeneffekt des Repair-Cafés. Also es gab tatsächlich ein paar Frauen schon im Team, die dann aber vor allem genäht haben. Unter den, ich sag mal so, elektrischen Reparaturen oder so bisher noch nicht, nee. Aber wäre natürlich schön, also ob Frau, ob Mann, wir freuen uns über jeden, der mithelfen will. Der Toaster von Sabine Höfler konnte heute gerettet werden. Also er geht wieder, das heißt, ich war erfolgreich. Ich denke, das war ein bisschen, da hat sich eine Schraube gelöst, das war ein bisschen wackelig. Wir haben es jetzt einfach abgemacht und wieder drauf gemacht. Und dann habe ich schon gemerkt, als ich es festgeschraubt habe, es hat nicht mehr so gewackelt. Also es lag tatsächlich daran, dass da ein bisschen was locker war. Ich finde es ganz toll, dass er jetzt wieder läuft und hoffe, dass er vielleicht noch mal 10 Jahre durchhält. Reparieren statt wegwerfen lohnt sich. Es schont den Geldbeutel und unsere Umwelt. In ganz Deutschland gibt es mittlerweile rund 500 solcher ehrenamtlicher Repair-Cafés, organisiert im Netzwerk Reparaturinitiativen. Und falls es in Ihrer Nähe noch keines gibt, nachmachen ist ausdrücklich erwünscht. Ja, was tun Sie ganz persönlich zur Bewahrung der Schöpfung? Was tue ich ganz persönlich? Ich versuche wenig zu fliegen, innerdeutsch möglichst gar nicht. Ich versuche sehr viel Bahn zu fahren, aber sonntags morgens auf ein Schwarzwald oder in ein Schwarzwalddorf zu kommen zum Festgottesdienst ist ohne Auto leider fast unmöglich.
Deswegen, ja, persönlich, ich fahre eigentlich sehr viel Fahrrad, setze ich mich dafür ein, ich versuche wenig Fleisch zu essen. Ich glaube, andererseits ist es wichtig, sich klarzumachen, dass man eigentlich alles persönlich an der Stelle einlösen kann. Ich plädiere dafür, dass wir das Persönliche und das Politische eng zusammenrücken, dass wir auch sagen, wir brauchen eben viel, viel mehr ÖPNV, öffentlichen Nahverkehr, guten öffentlichen Nahverkehr, damit wir an der Stelle auch vorankommen, damit wir das Persönliche auch leben können. Und wir brauchen Regeln, die fördern, dass alles, was klimafreundlich, was nachhaltig ist im Verhalten, auch gestärkt werden. Das heißt für mich einfach immer noch der Satz, den ich bei Brot für die Welt gelernt habe, einfacher leben, damit möglichst viele, damit alle überleben können. Speed-Dating an einem Samstagvormittag in Pforzheim. Jeweils 20 Sekunden Zeit haben die Jugendlichen, um von sich zu erzählen und das Gegenüber etwas besser kennenzulernen. Dann geht es jeweils einen Platz weiter in der Runde. Allerdings ist hier niemand auf Partnersuche. Die Veranstaltung ist Teil eines Trainee-Programms, in dem die MyLight-Jugendkirche Pforzheim zukünftige GruppenleiterInnen für die Jugendarbeit ausbildet. Am heutigen Vormittag üben die 14- bis 17-Jährigen Fähigkeiten ein, die Grundvoraussetzung sind, um später selbst mit Jugendgruppen arbeiten zu können. Sich selbst in seiner Rolle zu reflektieren, sich selbst auch gut zu kennen und dann dabei aber auch gleichzeitig nicht nur bei sich selbst zu sein, sondern natürlich auch bei der Gruppe und bei den Teilnehmenden zu sein und die mit ihren Bedürfnissen zu sehen. Als nächstes sind 4 Freiwillige gefragt und schnell gefunden. Spontan sollen sie eine kleine Szene vom Blatt spielen. 4 verschiedene Persönlichkeiten in einer Extremsituation, im steckengebliebenen Aufzug. Jede der 4 reagiert anders. Dabei gibt es kein richtig oder falsch. Genau, es geht darum, verschiedene Charaktertypen, diese 4 Charaktertypen ein bisschen kennenzulernen, um sich selber auch einzuschätzen in seiner eigenen Rolle als Anleitende, dann als Gruppenleiter, Leiterin und aber auch die Teilnehmenden natürlich dann einzuschätzen, wie die sich verhalten, was sie möglicherweise auch brauchen bei Spielen und bei Aktionen, um dann auch sozusagen die Gruppe möglichst gut begleiten zu können. Ein guter Teamer zu sein, könne man also durchaus lernen. Aber jede und jeder bringe eben auch Charaktereigenschaften und Stärken mit, sagt der Diakon. Gaben, die in die Teilnehmenden hineingelegt seien. Ich glaube, ich könnte wahrscheinlich gut organisieren und einiges vorbereiten, vielleicht ein paar Sachen aufbauen. Ganz alleine würde ich es nicht schaffen. Ich bräuchte noch jemanden, der mit mir ein bisschen die Gruppe anleitet. Einfach dieses Organisieren, sowas liegt mir total. Und ich bin auch total offen mit Menschen. Und ja, einfach diese Kommunikation zwischen Leuten in der Gruppe, sowas. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ich kann gut mit anderen Leuten reden. Ich kann gut auf andere Leute zugehen. Vor den Trainees liegen noch einige Unterrichtseinheiten, bis sie selbst vor einer Gruppe stehen und sie anleiten dürfen. Deshalb soll im MyLight-Trainee-Programm neben den Lerninhalten eines nicht zu kurz kommen. Denn auch das gilt es nachher an die Jugendgruppen weiterzugeben. Spaß und Freude an der Gemeinschaft. Man sagte mir, du kannst doch nichts. Wie kommt man drauf? Mein Herz erbricht. Trotz Tränen sag ich's laut heraus. Ich beweis es dir, ich hab was drauf. Ich stelle mich einer großen Hürde, löse Rätsel, die sonst niemand schaffen würde. Knobel mich auf den ersten Platz. Es war nicht einfach, doch ich hab's geschafft. Ich kann Riesenplakate entstehen lassen. Mal Dinge, die's nicht gibt, lass mich nur machen. 8 Striche reichen völlig aus fürs schicke Haus vom Nikolaus. Ich höre mir viele Lieder an, damit ich neue komponieren kann. Ein einziger Ton auf meinem Klavier, es wird immer größer, das sag ich dir. Ich mach das, ich tu was. Ich trau mich und schon das.
wenn du traurig bist, gebe dir wieder Freude und Zuversicht. Und solltest du Probleme haben, die Last können wir doch zusammentragen. Im Knabbern bin ich 1A, am liebsten ess ich Paprika. Ich bringe alle anderen gern zum Lachen, denn ich kann die besten Witze machen. Ich kann tanzen und auch singen, wie ein Pferd kann springen. Ich kann Essen zubereiten und dabei Chaos verbreiten. Ich klettere hinauf auf jeden Baum, ich bin so weit oben, du siehst mich kaum. Märchen schreiben macht mir Spaß, mit viel Fantasie wird's ein guter Tag. Ich mach das. Reden kann, kann lachen. Das können die Starken und die Schwachen. Wer nicht laufen kann, kann sitzen. Wer keinen Sport mag, kann trotzdem schwitzen. Manchmal werde ich gezwungen, Dinge zu tun, die ich gar nicht kann. Ich bin nicht wie du, akzeptiere mich so, wie ich bin. Schau genau hin, es steckt viel mehr drin. Es macht mich wütend, wenn man mich vergleicht. Man fordert von mir Sachen, das ist gar nicht so leicht. Wenn jemand denkt, er sei perfekt, vielleicht hat er Fehler, die man nicht entdeckt.